Hi Freunde des Heavy Metals, ich bin's Metal Mike, willkommen zu einem neuen Video. Du hast es ja schon im Titel und im Thumbnail gesehen, heute geht es wieder um die bösen Onkels. Und zwar um ein Riff, das hervorragend zu meinem Kanal passt. Und zwar, heute zeige ich euch mal, wie genial Gonzo als Metal-Gitarrist klingt, nämlich mit einem der besten Songs meiner Meinung nach, den die Onkels je geschrieben haben. Der ist vielleicht ein bisschen tricky am Anfang zu spielen, aber wenn man erstmal verstanden hat, wie das Ganze funktioniert, dann ist das eigentlich auch relativ simpel umzusetzen. Hier gibt es zwei, drei Tricks, die du beachten musst, die erkläre ich dir natürlich in dem Video. Erstmal eins vorweg, was bekommst du in diesem Video? Ich zeige dir drei Teile dieses Songs, ich sage dir auch gleich, um welchen Song es sich handelt, und alles mit Tabulatur eingeblendet. Und du siehst auch, wie immer in meinen Videos, immer den Anschlag. Das ist sehr wichtig, dass du darauf achtest. Hier wird überwiegend in Downpicking gearbeitet. Downpicking ist eine Technik im Metal, die eine gewisse Farbe erzeugt beim Anschlag. Und wenn du das noch nicht kennst oder überhaupt gar nicht weißt, worum es geht, dann check mal das Video in der Videobeschreibung unten ab. Da habe ich nämlich ein Video für dich. Und zwar zeige ich dir 5 Tipps zum Thema Downpicking. Und das wird dir definitiv auch helfen, besser zu werden. Und vor allem auch, wenn du Schwierigkeiten hast, dieses Riff zu meistern, diesen 5 Tipps wirst du es auf jeden Fall schaffen. So, was ich in meinen Videos immer mache, und das machen einige nicht, aber ich lege da sehr viel Wert drauf, und zwar, ich werde euch immer die rhythmischen Takte ansagen. Das heißt, ich werde euch sagen, auf welcher Zielzeit was gespielt wird. Ich weiß, dass viele das absolut nervig finden, aber sieh es mal so, es gibt auch Leute, die interessieren sich sehr stark für Rhythmus. Und ich bin ein Riesenfan von Rhythmus, weil ich meine, wir haben ein rhythmisches Instrument und da ist Rhythmus das Nonplusultra. Und deswegen, wenn dich das stört, lass dich davon nicht abbringen, das Riff trotzdem zu lernen. Wir gehen jetzt rein in die Nahaufnahme. Ich spiele dir einmal ganz kurz das Stück vor, damit du weißt, worum es geht. Und ja, ich bin euch natürlich noch eine Antwort schuldig. Um welchen Song geht es denn überhaupt? Und zwar um diesen hier. Wer hätte es besser sagen können als der Mann himself? Wir gehen jetzt rein in die Aufnahme. Ich wünsche euch viel Spaß. Und wenn dir das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Über einen Kommentar würde ich mich natürlich mega freuen. Und natürlich über ein Abonnement. Und wenn du auch Wünsche hast, wie gesagt, schreib in die Kommentare, was du dir wünschst von den Onkels. Stimmt alle Mann ab für die Songs, die ihr dort findet. Und dann geht's weiter mit den bösen Onkels auf diesem Kanal. Also, wir gehen jetzt rein. Viel Spaß und los geht's. So Freunde, da sind wir in der Nahaufnahme und wir fangen auch gleich an. Das ist jetzt eine sogenannte Basslinie, die wir spielen. Und ich habe ein paar Covers mir angeschaut, da wird das mit Power Chords gespielt. Aber wenn man sich die Live-Version anschaut, dann sieht man, dass es einzelne Töne sind, die er spielt. Und hier ist es folgendermaßen. Ich gebe euch hier gleich einen ganz wichtigen Tipp. Legt euch die Finger so ab, dass ihr keine großen Bewegungen habt. Und das heißt, wir starten hier mit sogenannten 5-4 auf der A-Seite, dann 5-7-4 auf der tiefen E-Seite. Und das spiele ich folgendermaßen. Mein Mittelfinger spielt den 5. Bund an und dann im 4. Bund spiele ich mit dem Zeigefinger. Beim Seitenwechsel auf die hohe E-Seite mache ich genau das gleiche. Nur da jetzt noch die 7 dazu kommt, spiele ich das mit dem Kleinfinger. Also rhythmisch ist es sind zwei halbe Noten, die wir haben. Eine halbe Note hat den Wert von 2 Schlägen. 1, 2, 3, 4. Und dann haben wir im nächsten Takt hier oben auf der 5, 7 und 4 einmal eine Viertelnote, auf der 7 eine Viertelnote und auf der C-Zeit 3 eine halbe Note, die dann 2 Schläge klingt. Das wäre dann das hier. 1, 2, 3, 4. Das ist der Takt durch. Einmal. Und dann im nächsten Takt spielen wir dann einen E-Power-Chord auf der 1. Das ist eine punktierte Viertelnote. Macht dich hier, wie gesagt, was das rhythmische Spiel angeht, nicht verrückt. Ich erkläre es trotzdem, weil es wichtig ist. Eine auf der C-Zeit 1, eine punktierte Viertelnote, die klingt in die C-Zeit 2 und rein. 1, 2 und dann wird der Fis-Power-Chord gespielt. Gleich danach auf der 3 der G-Power-Chord. Und dann auf der C-Zeit 4 wieder der Fis-Power-Chord. Es gibt so eine schöne rhythmische Verschiebung, die wir haben, ne? Weil der erste Power-Chord so lang klingt und dann der zweite und dritte hintereinander kommt. Ne? Das ist das. Im Ganzen
So, und jetzt spielen wir auf der C-Zeit 2 und auf der C-Zeit 3 das hier. Und zwar machen wir Folgendes. Wir legen jetzt mit dem Zeigefinger hier im siebten Bund, genau überhalb des Bundstäbchens auf der A-Seite, den Finger ab. Aber wir drücken die Seite nicht, wir legen sie nur oberhalb ab, damit dieser Ton entsteht. Genau das gleiche machen wir jetzt mit dem kleinen Finger. Wie gesagt, ich greife meinen Powerchord mit dem Zeigefinger und Kleinfinger. Wenn du das mit dem Ringfinger machst, dann wäre das jetzt hier dein Ringfinger, den du hier ablegst. Im neunten Bund auf der D-Seite, dass dieser Ton erklingt. Und die werden beide angeschlagen. Auf der C-Zeit 2 und 3. Auf der 1 ist eine Pause und dann 1, 2, 3. Auf der 4 ist wieder eine Pause. Der ganze Teil rhythmisch. Das ist das ganze Riff, ne? Und dieses Riff spielt er jetzt insgesamt viermal durch. Beim vierten Mal spielen wir aber nicht mehr die Powerchord-Variante hier, sondern wir spielen nur noch ein Fis-Powerchord. Also wir kommen hier raus aus dem Basslauf. Und der klingt jetzt drei Takte lang und im dritten Takt zieht die Geschwindigkeit hoch. Ne? Das heißt, du zählst jetzt eigentlich dreimal durch bis vier. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Weil jetzt zieht hier der Takt nämlich hoch auf 205 BPM. Ne? So, jetzt sind wir auch schon im nächsten Teil angekommen. Das war der erste Teil. Jetzt sind wir im zweiten Teil angekommen, in der sogenannten Melodie-Powerchord-Variante. Und hier, wie gesagt, Powerchord, Zeigefinger, kleiner Finger. Der kommt jetzt hier im achten Bund auf der A-Seite. Und mein kleiner Finger, wenn es bei dir der Ringfinger ist, wäre das jetzt hier im zehnten Bund auf der D-Seite. Und jetzt passiert Folgendes. Der Trick, diese Linie komplett durchzuspielen, ist, dass der Powerchord immer gegriffen bleibt. Wir steuern immer nur durch Slides die Position an, die wir brauchen. Nicht lösen, liegen lassen und einfach nur zu der Position hinschieben, wo wir den brauchen. Weil wenn du ihn immer löst und neu angreifst, dann wirst du keine fließende Bewegung oder vor allem musikalische Bewegung erzeugen. So, also wir haben jetzt hier einen Anschlag auf der C-Zeit 1. Und jetzt ist es wichtig, dass auf der C-Zeit 1 und dass wir einfach einen Halbton zurückschlagen. Aber der Ton wird nicht angeschlagen. Das ist das Ganze. 1 und. Und jetzt spielen wir Achtelnoten in Downpicking durch. Dauerhaft. Das kannst du nicht in Wechselschlag spielen. Das geht rhythmisch, vor allem von der Klangfarbe, nicht auf. Wenn du Probleme mit deinem Downpicking hast, check mal hier oben das Video ab, beziehungsweise ich verlinke es dir nochmal in der Videobeschreibung. Da gebe ich dir 5 Tipps, wie du dein Downpicking verbesserst. Weil du kannst es im Wechselschlag nicht meistern. Das klingt einfach nicht genau wie das Original. Downpicking ist eine Farbgebung im Anschlag. Ne? Das klingt ganz anders, der Wechselschlag. So, jetzt wird dauerhaft Downpicking gespielt und gemutet, also gedämpft. Und dann spielen wir das so durch. Und dann im nächsten Takt spielen wir nochmal wieder den Slide. Dann auf der C-Zeit 2 und zweimal den Ton angeschlagen. Schön gedämpft wieder. Und jetzt sliden wir hoch hier hinein auf den G-Powerchord. Das ist mit Zeigefinger 10. Bund, kleiner Finger 12. Bund. Und jetzt von da wieder hoch, aber erst auf der C-Zeit 4 und, weil jetzt hier auch wieder eine punktierte Achtelnote ist, die wieder die Hälfte ihres Wertes erweitert wird. Ne? Also 1 und 2 und 3 und 4 und. Und dann klingt dieser Akkord in den nächsten Takt noch mit hinein und auch da klingt er einen ganzen Takt lang. Und dann wiederholen wir die Chose nochmal. Ne? Und jetzt das gleiche Spiel nochmal, wieder doppelt Anschlag. Und jetzt aber hier runter auf den D-Powerchord. Das ist das nochmal. So, und dann kommen wir in den Versteil rein und der ist eigentlich ganz cool gelöst von Gonzo. Und zwar, wir spielen hier immer diese abwechselnde Slide-Bewegung. Ne, das ist genau das, was wir jetzt machen. Wir sliden jetzt hier wieder den von eben gespielten Akkord auch an. Einmal den F-Powerchord, zurück in den E-Powerchord. Wie gesagt, nur einmal anschlagen und zurücksliden. Danach ist aber eine Pause, das ist eine Achtel. 1 und auf der C-Zeit 2 ist die Pause. In dem Zeitraum wechseln wir jetzt hier unten runter in den B-Powerchord und spielen jetzt einen Aufwärtsslide. Zählerisch
1 und 2, 3 und 4. Auf der 4 ist die Pause. Das ist der ganze Trick. Das ist das, ne? Und danach spielen wir dann jeweils einen ganzen Anschlag. Immer 1, 2, 3, 4. Und dann wiederholen wir das ganze Ding. Das ist die ganze Geschichte dahinter, ne? Und dann kommen wir nachher in eine Linie hinein. Da spielen wir nämlich einen B-Power-Chord, ne? Wir kommen wieder aus dieser klassischen Führung raus. Und 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, und 1, 2, 3, 4, 1. Dann geht der ganze Kram wieder von vorne los, ne? Die ganze rhythmische Geschichte wiederholt sich, ne? 1, 2, und 3, und 4, und 1, 2, 3, 4, 1, 2, und 3, und 4, und 1, 2, 3, 4. Und jetzt wieder die Slides. Und dann spielen wir unseren Chorus. Und den habe ich folgendermaßen aufgebaut, weil wenn ich den zum Beispiel mal mit einer Band spielen wollen würde, müsste ich als Sänger mit unterstützen. Und das heißt, es ist ganz einfach, hier einfach nur eine ganze Note zu spielen. Das ist der ganze Song. Ich wünsche dir viel Spaß damit und lass gerne einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Metal Mike.